Global ist es vor allem eine Herausforderung für Gerechtigkeit, für Armutsbekämpfung in Verbindung mit Klima- und Umweltschutz. Das sind unterschiedliche Ziele und Nachhaltigkeit ist ein Programm, um das nicht nur zu verbinden, sondern auch Synergien zu erschließen. Für uns ist Carlowitz ein Vorbild und auch ein Anreiz, diese Nachhaltigkeitsstrategie auch konsequent durchzutragen. Wenn die Römer Nachhaltigkeit betrieben hätten, dann wäre Italien ein grünes Land. Sie haben aber nicht begriffen, bis von Carlowitz kam und uns allen das deutlich gemacht hat, dass man Wälder nur einschlagen darf in dem Umfang, in dem sie nachwachsen. Entsetzlich. Alle Bäume abgeholzt und keine Samenbäume belassen. Überall Gras und keine Verjüngung. Wir müssen doch an unsere Nachfahren denken. Das Land braucht eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung. Carlowitz hat damals festgestellt, dass die Grenzen des Wachstums in Sachsen erreicht sind. Es wird mehr Energie verbraucht als nachwächst. Er hat sich darüber empört und hat eingefordert, Engagement zu säen und zu pflanzen. Es ist wichtig, zu planen und zu messen und technische Dinge zu entwickeln, die uns helfen, die Zukunft zu gestalten. Aber noch wichtiger ist es, sich das Staunen über diese wunderbare Natur, über diese herrliche Schöpfung zu erhalten. Wird der Halben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darin beruhen, wie eine Sultane Konservation und Anbau des Holzes anzustellen, dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Essen nicht bleiben mag. Für uns in der Forstwirtschaft und speziell in der sächsischen Forstwirtschaft ist Nachhaltigkeit ein Alltagsthema und das seit 300 Jahren. Wir hatten 200, 300 Jahre lang die Möglichkeit, nicht nachhaltig zu leben. Die Globalisierung führt uns das eben sehr prägnant vor Augen, dass wir nicht genügend Ressourcen haben, dass wir anders handeln müssen. Und da ist eben Nachhaltigkeit jetzt gefordert. Die Carlowitz-Gesellschaft erschließt, das Carlowitzsche Erbe gibt es weiter, nimmt an der Diskussion, in dem Suchprozess für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt teil. Und wenn Sie so wollen, haben wir natürlich hier einen Exportschlager erster Güte made in Germany. Nachhaltige Entwicklung. Deutschland ist Vorreiter. Das Fundament ist Carlowitz.